Wer in Ekstase redet, baut sich selbst auf. Wer prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. 1. Korinther 14, 4. Aber Paulus ist nicht so das, was mich interessiert. Ich bin da schon eher bei Jesaja. Welcome to the German speaking part of Europe. Hey, 2, 6, 800 Jahre vor Christus wurde notiert. Mit deinen vielen Beratern hast du dich herumgequält. Sollen sie doch hertreten und sollen dir doch helfen, die den Himmel einteilen, die in die Sterne schauen, die an jedem Neumond wissen lassen, was über dich kommen wird. Jesaja 47, 13. Ich vergleiche immer gerne diese Variante. Du bist erschöpft wegen der Menge deiner Pläne. Ähnlich auch bei Luther. Hey, aber selber denken macht halt einfach sehr viel mehr Spaß. Haben oder sein oder planen. Erich Fromm, Wikipedia hilft. Hä? Haben oder sein. Ich will jetzt aber über planen nachdenken. Wenn du haberisch planst, dann gehst du von dem aus, was du hast, was du unterschieden hast, was du unterteilt hast, was Teilchen aus. Und dann planst du linear, kausal, deterministisch. Das sind dann Wasserfallprojekte. So arbeiten die Ingenieure. Wenn du stärker auf der Seite von Sein planst, ja, dann musst du eben von Blasen, Globen, Schäume, von Wellen ausgehen. Prozessual, systemisch, dynamisch. Soziale Arbeit hat das seit 500 Jahren professionalisiert. Und jetzt könntest du also noch eben Männchen und Weibchen einteilen. Oh, die Männer eher auf der Haben-Seite, die Frauen eher auf der Sein-Seite. Hey, das ist alles alter Quatsch. Interessant ist aber, hier rein kommt Komplementarität. Die Hausnummer heißt William James. Komplementarität haben nicht die Physiker erfunden. William James, frag Ernst-Peter Fischer. Jetzt kannst du das auch noch für die Wissenschaft durchspielen. Haben Geisteswissenschaften hart, die gehen von Teilchen aus. Sozialwissenschaften weich, die gehen von Wellen aus. Sein. Dass das alles so passt? Ey, unsere Kulturform nagt an diesen Themen seit... Mache eine Unterscheidung. Und eine neue Welt entsteht. Und nein, das ist kein esoterisches Zeichen. Das steht für Komplementarität. Wir nennen es Kulturwechsel. Was die Zeichnung ganz gut zum Ausdruck bringt, ist, dass von Komplementarität auszugehen kein Zeichen ist von Next Society, wie Peter Drucker oder Dirk Becker oder so da reden, sondern Komplementarität ist eine Grundkonstante in der sozialen Frage. So gut. Ich werde gerade auf Snapchat gefragt, was denn eigentlich Komplementarität heißt. Okay, das ist ganz einfach. Schau hier. Komplementär ist ein Spezialfall einer Unterscheidung. Wenn eine Unterscheidung das, was unterschieden wird, einerseits ausschließt, aber gleichzeitig bedingt. Und dann sind wir wieder beim Anfang. Bei Beginn, als Anfang, zu Anfang. Durch einen Anfang hat Gott Himmel und Erde geschaffen. Im Anfang, zu Beginn, am Anfang. Anfang und Ende. Komplementäre Unterscheidung. Himmel und Erde. Komplementäre Unterscheidung. Licht, Dunkelheit. Komplementäre Unterscheidung. Wasser, Land. Komplementäre Unterscheidung. Trocken, nass. Komplementäre Unterscheidung. Und so weiter. Hey, von Komplementarität auszugehen, ist eine Grundkonstante menschlichen Lebens, sozialen Lebens. Ich hoffe, das hat irgendwie was geholfen. Also, ja, okay. Für mich der
Punkt, der mich bewegt und der mich umtreibt, ist, was passiert mit dieser Komplementarität im aktuellen Kulturwechsel? Das kann im Moment durchgespielt werden an der Löschung der Unterscheidung von Mann und Frau. Männer braucht es schon seit längerem nicht mehr zur Befruchtung von Frauen. Da hat es Samenbanken. Aber jetzt geht es einen Schritt weiter. Die aktuellen Impfprogramme greifen ganz tief in das Genmaterial der Menschen ein. Und es besteht die Gefahr, dass Frauen unfruchtbar werden, wenn sie sich impfen lassen. Das wäre ideal. Die Unterscheidung ist gelöscht und jetzt werden nur noch Menschen gemacht. Verschwörungstheorie. Covidiot. Einfach Fragen beantworten. Im Namen von der Habenseite, von der Ingenieurseite her, von den linear-kausal-deterministischen Wasserfallprojekten. Zerges der Wut und des heiligen Zorns geht hin in Unruhe. Wer in Ekstase redet, baut sich selbst auf. Wer prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. 1. Korinther 14, 4.